Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2 mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge tatsächlich einen Fahrstuhl gefunden, der nach oben fährt. Und wir haben so eine Ahnung bekommen, wer denn die tolle Kartoffel hier ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Wir laufen natürlich direkt wieder in den Ladebildschirm, aber das macht ja nichts. Wir sind es ja inzwischen gewohnt, dass das Spiel so zwischendrin ab und an mal laden muss. Da leben wir jetzt einfach mal mit. So. Das sieht schon etwas moderner aus wieder. Ich weiß, es sieht finster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Aufgerundet. Och, Menschenskinder nochmal, du bist vielleicht sowas von pessimistisch. So kenne ich dich doch gar nicht. Du willst doch auch ordentlich einen verpassen, oder? Jetzt stell dich nicht so dran, das krieg mal hin. So. Da oben müssen wir irgendwie... Nee, da kommen wir so nicht hin. Ja, aber wie dann? Wie dann? Da geht's natürlich nicht rein. Okay, das funktioniert schon mal. So, das bedeutet, wir müssen jetzt irgendeinen Weg finden, da oben raufzukommen. Ich nehme jetzt einfach mal erstmal den Weg hier vor. Komm mal hier. So. Frage, was bringt der uns? Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Autsch. Da ist noch ein Träger. So, und hier geht's hoch. Alles klar, alles klar, alles klar. Eigentlich ist gar nichts klar. Kann ich denn hier? Nee, da ist natürlich nicht genug Platz für ein Portal. So. Da oben können wir keins hinsetzen. So. Dann setzen wir erstmal hier eins hin. Okay, das hat schon mal gar nicht geklappt. Ich bin jetzt hier gerade wieder am Überlegen, ob uns das Ding hier weiterhilft. Aber nicht so wirklich irgendwie. Naja. Da müssen wir jetzt noch ein paar... Na gut, dann halt hier lang. Ah, Moment. Das hier könnte doch klappen. Da oben einer hin. So, jetzt in die richtige Stellung bringen. Das ist gelb. Das müssen wir hier in blauen hin. Und dann... Fliegen wir hier lang. So, wenn wir jetzt von hier aus den ganzen Spaß nochmal machen, könnte es sein, dass wir eine Etage höher landen. Klingt doch gut. Nee. Nicht so ganz. Okay. Ah, ja. Gut. Wenn hier das Zeug schon runtertropft, dann könnte das doch so klappen. Okay, nächster Versuch. Und boing.
Ja. Ja, so in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Gut. Was steht da? Caution. Vorsicht. Ja, Loch in der Decke und so. Gut, was haben wir hier oben? Ah ja. Okay, ich glaube, hier müssen wir dann ein Loch hinmachen und da dann reinspringen. Ja, genau so. Nein. Nein. So. Okay, das haben wir geschafft. Sehr schön. Und schon wieder weißes Zeug. Ach, wie herrlich ist denn das hier? Da könnten wir uns jetzt runterstürzen und den ganzen Scheiß nochmal machen. Aber wir sind mal nicht so. Gut. Juhu, wir haben alles, was wir brauchen. Nur keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Wo muss man eigentlich hin? Wahrscheinlich müssen wir irgendwie nach da oben. Okay. So, dann machen wir hier erstmal ein bisschen Platz. Okay, mir fehlt noch so ein bisschen die richtige Idee. Mit ein paar Orten, wo wir denn unser tolles weißes Gel hinsprühen könnten. Da oben müssen wir es irgendwie hinkriegen. Wir brauchen irgendeine schräge Fläche, über die wir das Zeug beschleunigen können. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Da ist noch zu wenig Platz. Moment. Damit müssen wir doch jetzt hier ein bisschen okay. Ah! Okay. Damit kriegt man doch schon mal. Ja, das gefällt mir doch schon sehr viel besser. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was hin. Manchmal ist es doch schon sinnvoll, sich einfach nur ordentlich umzuschauen. Hier. Und den. Hier, komm mal her, mein Freund. So.
Genau. Genau so hatte ich es geplant. So, wenn wir jetzt hier den Sprung machen. Ja. Wenn man dann noch im richtigen Moment springt, dann könnte es sogar funktionieren. Gucken wir mal. Nee. Wieso renne ich da jetzt mal dran vorbei? Och, Menno. So. Ja, das hatte ich genauso, wollte ich es doch eigentlich machen. Jetzt hat es einmal geklappt und dann gleich so was hier. Na gut, dann nochmal. Und. Okay. Gut, dann müsste da oben noch einer hin. Mit Blau. Und damit müssen wir nach da hinten kommen. Das ist zumindest mal der Plan, den ich im Moment gerade habe. Okay, das funktioniert so nicht. Oh, Mann, oh. Ich will doch nur hier durch. Lass mich mal jemand bitte durch. Ich bin Arzt, danke. So, dann machen wir einmal hier den gelben. So, und dann müsst ihr jetzt hier oben dann mit dem blauen, der... Blonk, 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 genau. Dann du dahin und du dahin. Und dann probieren wir den tollen Sprung hier einfach nochmal, diesen Hechter. Ja, das gibt wieder kaputte Nase. Oh, den will ich hier jetzt nochmal schaffen. Und ich springe, glaube ich, immer so einen Zentimeter zu früh ab. Kann das sein? Und lauf, 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 lauf. So, und einmal. Zweimal. Okay. Wo soll man jetzt bitte hin? Was bringt mir dieses Ding hier? Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oder? Ich habe gerade mein Ziel aus den Augen verloren. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Oder hier eins tiefer gehen? Gab es hier irgendwo was mit Exit oder so? Na, großartig. Toll, hier sind wir jetzt komplett wieder verkehrt. Juhu. Ah, Moment. Das hier jetzt. Haben wir den jetzt neu gemacht? Das muss ich gerade mal gucken gehen.
Ah, stimmt, den hatten wir hier hingemacht, genau. So, und da oben wollen wir hin. Und ich glaube, ich habe jetzt so eine grobe Idee, was da jetzt wo wie funktioniert. Nein, 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 da noch nicht, du noch nicht, noch nicht. Ruhig, großer, ruhig. So. Autsch. So. Boing, boing, boing. So. Wir müssen jetzt nur irgendwie da oben einen, Dingens, einen Portal hinkriegen. Ja, ich glaube, ich habe so eine Idee. Wenn man jetzt den... Da muss ein roter hin. Wenn wir den jetzt nach da hinten setzen. Gucken wir mal, wo wir landen. Das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Das genauso wenig. Ich brauche jetzt wieder irgendwo eine tolle, schräge Fläche, auf die ich das packen kann. Oder eine schöne Idee, wie man da jetzt weiterkommt. Zumindest habe ich jetzt mal eine Idee, in welche Richtung das wir müssen. Das ist doch schon mal was wert. Ah, warte mal. Können wir den hier nehmen? Kann ich hier nicht irgendwo ein, Ach, das ist ja arm, ist das. Nee, es funktioniert. Warum funktioniert denn das alles nicht, was ich mir hier vorstelle? So ein Rotz, so ein Elender. Weder bis hierhin noch bis dorthin. Moment mal, kann ich hier eigentlich irgendwie, habe ich hier irgendwo eine Stelle, wo ich jetzt hier richtig tief fallen kann? Wäre jetzt so die andere Idee. Shit. Ja. Ja, da ist eine Stelle, wo man tief fallen kann. So. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Au. Cool. Okay, hier waren wir noch nicht. Aha. Oh, aha, okay, okay, okay. So, und damit müssen wir hier doch jetzt ein bisschen sauber machen können. Ja, so in der Art gefällt mir das. So. Und da wir hier noch ein bisschen Platz haben. Nee, ich möchte es eigentlich erst hier oben hin. So, dann schauen wir mal, was hier oben noch so ist.
Ups. Wo bin ich schon jetzt hier gelandet? Ah, toll. So. Gelpumpenstation. Hier lang nach oben. Ja. Du und du, wo sind wir jetzt? Ja, da zeigt's hoch. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie das hier jetzt funktionieren soll. Wir müssen wahrscheinlich hier oben irgendwo noch ein, ah, Moment. Nee, nicht ganz. So. Da hat man doch einen schönen Blick. Ich könnte jetzt probieren, nochmal runterzugehen und mit dem orangenen Portal, ja, ich glaube, das mache ich noch. Und sobald wir oben in der Station sind... Ja, genau. Und sobald wir oben in der Station sind... So. Könnten wir da eigentlich dann was probieren, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Wir haben jetzt alles schön tapeziert hier. Au! Ja, natürlich. Können wir auch noch ein Stück neben dran? Sowas, ja, genau. Das sieht doch gut aus. Und hier ist ruhig. So. Okay, aber hier gucken wir uns dann in Ruhe in der nächsten Folge um. Ach, das ist ja schön hier. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!